Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Heute möchte ich mal mein absolutes Lieblingswaffelrezept mit euch teilen, weil das ist sowas von lecker. Und was wir dafür brauchen, zeige ich euch aber. Zum einen Eier, Zucker, Butter, Vanillezucker, Mehl, Backpulver, eine kleine Prise Salz und Milch. Und dann zusätzlich noch Butter zum Einfetten von dem Waffeleisen, Puderzucker und Bananen für oben drauf. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Teig an, bevor wir das Waffeleisen anmachen. Dafür tun wir einmal den Zucker in die Schüssel. Na? Dann den Vanillezucker. Die Eier. Und die Butter. Die sollte schon ein bisschen weicher sein. Das rühren wir einmal kurz hier durch. Schlagen es auf, an, wie auch immer. Der Rest der Butter schmilzt gleich noch. Jetzt mopse ich mir einmal den Löffel. Jetzt tun wir einfach das Backpulver und das Salz in das Mehl. Ich hätte mir eine Schüssel hier hinstellen sollen, eine größere. Fummelarbeit. Aber es geht alles. Ich verrühre das nur einmal so ein bisschen, wobei das eigentlich auch egal ist. Verrät sich ja auch in der Schüssel, Ja, oder? deswegen. Dann nehme ich hiervon nehme ich schon mal einen Teil. Dann rühren wir das jetzt einmal durch. Dann kommt die Milch dazu und dann rühren wir wieder und so abwechselnd immer ein bisschen Mehl und ein bisschen Milch, bis der Teig dann gut ist. Den Rest jetzt so. Der Teig ist fertig. In der Zwischenzeit habe ich schon mal das Waffeleisen vorgeheizt und angemacht. Mal raus. Ist unkomplizierter. Jetzt kommen wir zu den Waffeln. Was ist das eigentlich für ein Waffeleisen? Das ist halt dieses belgische Ja, Waffeleisen, ne? genau. Ein Also. belgisches Waffeleisen für belgische Waffeln. Weil ich mag nämlich diese dicken Waffeln. Jo, ich auch. Ich liebe die. Wir haben sehr lange nach so einem gesucht. Und dann irgendwie durch Zufall hatte dein Oma eins, ne? Ja, genau, das ist noch von der Oma. Ja, meine Oma hatte zahlreiche Waffeleisen. Ja, das Coolste haben wir uns geschnappt. Weil jetzt haben wir jetzt auch schon seit Jahren mittlerweile. Hast du ja hier die Butter halt zum Einfetten. Da muss man aber nicht bei jeder, ne? Muss man nur bei Nee. alle paar Waffeln Ja. machen, ne? Genau. Jetzt nehme ich mir so eine Kelle mit Teig. Sonst habe ich mal eine andere gehabt. Der müsste das auch klappen von der Menge her. Die ersten, die werden eh mal nicht so schön. Wahrscheinlich werde ich euch die zweiten zeigen. Nein, man muss ja wenn alles zeigen eigentlich, ne? Machen wir uns das zu. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was eure Lieblingswaffelformen sind oder welche Eisen ihr benutzt. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil wir lieben die hier wirklich über alles.
Wir schneiden jetzt soeben die Bananen, dass wir die gleich schon mal fertig haben. Dann kommen die nämlich lecker auf die Waffel. Dazu mache ich einfach die Bananen auf. Ich glaube, ihr wisst ja, wie man Bananen schält. Und dann schneiden wir uns einfach nur hier so Scheiben ab. Ist einfach nur so ein kleines Topping dann, weil ich kann ja jetzt nicht immer alles mit Schokolade und Schokostreuseln und so machen. So. Beim Gestalten von Waffeln sind euch ja da wieder alle Möglichkeiten gegeben. Ja, definitiv. Von Nutella über Schokosoße bis Eis. Wir haben leider kein Eis da. Wir wollten schon seit Wochen Eis kaufen, extra für die Waffeln, aber irgendwie vergessen wir das schon. Sahne, da kann man ja so viel drauf machen. Heiße Kirschen, auch beliebt. Die haben ja jetzt nicht so die Form, aber sehen trotzdem gut aus. Aber die sehen gut aus, also versuche ich die Form beizubehalten. Weil normalerweise nehme ich eine andere Kelle und da weiß ich genau, dass ich davon eine Kelle brauche. Aber das sollte ja so sein. Nein, ich bin noch fähig, viel mehr zuzugeben. Ich meine, es ist ja gar nicht so schlimm, dass sie jetzt nicht diese eckige, vorgegebene Form haben. So sehen die auch richtig cool aus. Irgendwie. Die sehen aus, wie man die in Deutschland mit Schokolade da und mit daran Zuckerkristallen noch auch erinnert. Auf. Boah, die sind so geil. Die hattest du immer mit, wenn wir spazieren gegangen sind. Ja, beim Proviant. Das war unsere letzte Waffel. Wir haben jetzt, werde ich mich nicht ganz verzählt habe, aus der Menge 11 Waffeln rausgekriegt. Also es war eben natürlich, was für ein Backeisen, was für ein Waffeleisen ihr habt, wie dick ihr das macht. Das war bei mir jetzt knapp unter eine Kelle. Aber wenn ich jetzt zu viel reingemacht hätte, kann auch so sein, dass das überläuft. Deswegen habe ich auch hier schon Küchenrolle hingelegt. Passiert mir auch öfters, also ich bin nicht empfehlbar. Aber gut, wir haben jetzt super leckere Waffeln. Diesmal mache ich es halt ganz einfach. Puderzucker. So, da kann auch dick drauf, oder? Es ist halt immer nur ein bisschen kompliziert, Sachen mit Puderzucker zu essen. Wenn man das einatmet, das ist dann so nicht schön. Und ein paar Bananen. Ich muss ehrlich sagen, Bananen habe ich jetzt auch noch nicht auf Waffel gehabt. Aber einmal ist immer das erste Mal. Ich mochte auch noch nie so wirklich Bananen. Aber seit wir hier sind, mag ich die. Ich esse immer schon gerne Bananen. Ich darf jetzt probieren. Probieren, probieren, probieren. Versuche immer jetzt ein bisschen weniger zu nehmen, dass es nicht so lange kommen muss. War richtig gut. Ja, ich bin gespannt. Das passt perfekt zu den Waffeln, ehrlich. Ich darf ja auch gleich probieren. Richtig geil. Na, abwarten. Nein. Also ich kann es euch echt nur empfehlen, das mal mit Bananen zu machen. Das schmeckt super. Jetzt die Waffeln sind jetzt, meine Waffel, die letzte war noch warm. Mit den Kühlbananen auf, das schmeckt auch sehr gut. Aber was mich jetzt interessieren würde, was habt ihr denn am liebsten auf den Waffeln? Oder womit isst ihr eure Waffeln? Sahne hätte ich jetzt vielleicht auch noch machen können, das wäre auch. Oder halt Schokosoße oder Marmelade. Also schreibt mal in die Kommentare, wie ihr eure Waffeln gerne esst. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Moment.